Gucken wir doch mal auf Darmstadt 98. Gehen Sie davon aus, dass es Relegation gibt oder gehen Sie noch vom direkten Aufstieg aus? Es deutet momentan sehr viel darauf hin, dass wir in die Relegation müssen. Wenn man auch den Leipziger Kader sieht, wie sie in der Vergangenheit auch Fußball gespielt haben, jetzt auch, glaube ich, 11 Spiele ungeschlagen. Wenn man ganz realistisch ist, werden wir in die Relegation müssen. Und Relegation gegen den FSV, das wäre Ihnen unangenehm, recht oder wurscht? Egal, weil es ist egal, wer da kommt. Es sind zwei K.O.-Spiele. Wünsche gibt es da sowieso keine zu äußern. Da muss man 100% bringen, an die Grenzen gehen, alles abrufen, in beiden Spielen ein bisschen Glück haben dabei. Und dann könnte es sein, dass man in der zweiten Liga ist. Aber genau dieses selbe Ziel hat die andere Mannschaft auch. Und wie gesagt, da sind ein paar Mosaiksteinchen, die man selber nicht beeinflussen kann. Wenn es Relegation gibt, dann gibt es dieses wunderbare, altehrwürdige Stadion am Böllenfalltor, das im Moment leider eher alt als ehrwürdig ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da doch gespielt wird? Gibt es da neue Entwicklungen? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz mit dem Präsidenten gesprochen heute. Er sieht das auch sehr zuversichtlich und sehr positiv, dass es klappen könnte. Der Verein und die Stadt gehen da Hand in Hand und Schulter an Schulter voran, dass wir hoffentlich die Genehmigung kriegen, diese zwei Spiele da stattfinden zu lassen und dann natürlich auch die Lizenz für dieses Stadion für die kommende Saison erhalten. Es ist da ja noch ein bisschen was in der Schwebe vom Land Hessen. Das ist ein Zuschuss, glaube ich, der dann noch gezahlt werden soll oder bewilligt werden muss. Aber wie gesagt, so genau stehe ich auch nicht da dahinter und weiß da nicht Bescheid. Wichtig ist, dass wir unsere sportlichen Aufgaben machen und da wollen wir alles dafür tun, dass wir das Wunder von Darmstadt in dieser Saison auch zum guten Ende bringen. Wenn es, hoffentlich, wenn es nicht klappen sollte mit dem Böllenfalltor, würde es wahrscheinlich nach Mainz gehen, in das Stadion. Wie schwierig wäre das, ein Heimspiel nicht zu Hause zu bestreiten? Ich glaube, das wäre alles andere als positiv für uns, weil ich denke, in unserem Stadion sind auch verschiedene Vereine schon aufgekreuzt, die die heile Welt nur von den Fußballtempeln kennen, also wo alles neu ist, wo alles im besten Zustand ist. Und wenn dann solche Vereine auch bei uns ins Stadion müssen, ich sage immer von 1954, wo das gebaut wurde, noch die Zustände wie damals und dann auch der Rasen ist nicht der beste, keine Rasenheizung da, aber wir sind da zu Hause, wir können mit diesen Gegebenheiten umgehen. Ich denke, dass wir da auch Vorteile draus ziehen können und für uns wäre ein Umzug nach Mainz, glaube ich, eher ein Nachteil als ein Vorteil. Wobei Ihre Fans ja gerade große Reiselust entwickeln, ne? Die waren mit dem Flieger in Rostock, mit dem Sonderzug in Leipzig, jetzt soll es mit dem Schiff nach Wiesbaden gehen. Also an Unterstützung mangelt es nicht. Es ist schon überragend, was da die Fans auf die Beine stellen. Auch wie wir jetzt wieder in Leipzig unterstützt wurden während des Spiels und nach dem Spiel auch trotz dieser Niederlage gefeiert wurden, weil sie auch gemerkt haben, die Mannschaft hat alles gegeben und hat bis zur letzten Minute alles versucht, um den Ausgleich noch zu erzielen. Und wenn dann solche kreativen Ideen zustande kommen und die dann auch umgesetzt werden, es ist schon überragend. Flieger, Zug, dann kommt ein Dampfer. Bin gespannt, was dann als nächstes kommt. Mit dem Heißluftballon geht es dann in Richtung Zweitliga. Ja. Es ist ja wirklich eine unglaubliche Serie. 17 Spiele in Folge ungeschlagen. Es hat optische Auswirkungen sofort gehabt, diese Niederlage in Leipzig jetzt bei ihrem Top-Goalgetter, bei Dominik Strohengel. Der hat sein Versprechen wahrgemacht und hat sich die Haare abgeschnitten. Sie hätten ihn wahrscheinlich noch gerne länger mit Mähne gesehen, oder? Ja, wegen mir hätte er das bis Oktober, November noch tragen können, sein Helm da. Wie geht's Ihnen denn jetzt nach dieser Niederlage? Das ist ja ein völlig ungewohntes Gefühl. Ja, Niederlagen fühlen sich immer mies und schlecht. Ja, aber die letzte ist so lang her. Ja, genau deswegen kannte man auch das Gefühl nicht mehr. Das hätte ich auch noch gerne drauf verzichtet, eine ganze Weile. Aber es gehört halt genauso zum Fußball dazu. Die Mannschaft war nach dem Spiel in der Kabine, klar, auch ein bisschen gedrückt und geknickt. Aber ich glaube, dass wir dann auch die richtigen Worte wieder gefunden haben, um einfach den Fokus jetzt schon auf Freitag zu legen, wo wir gegen Erfurt ein Spiel haben, was für uns auch nochmal richtungsweisend sein könnte. Mit einem Sieg zu Hause können wir Leipzig nochmal unter Druck setzen, sind zumindest mal über Nacht bis auf einen Punkt wieder dran. Leipzig muss nach Rostock, die zwei Vereine sind nicht gerade freundschaftlich miteinander verbunden, über Fanfreundschaften und so. Das wird ein richtig heißes Spiel da oben, wo Leipzig auf gar keinen Fall gewonnen hat. Und dann sieht die Welt danach vielleicht schon wieder ganz anders aus für uns. Und ich denke, wir sind gut beraten, auch mit unseren Prinzipien, die wir an den Tag gelegt haben, immer wieder den Fokus nur auf das nächste Spiel zu legen und immer wieder das nächste Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Immer wieder die Leistung abzurufen, um danach, falls irgendwas verrutscht, auch in den Spiegel gucken zu können. Ich denke, dass wir das beibehalten sollten bis zum letzten Spieltag. Und dann gucken wir, wo wir am 10. Mai rauskommen. Und dann, wo wir am 10. Mai auf dem Tabellenplatz stehen, da gehören wir auch hin.
Es mangelt nicht an Unterstützung. Wir haben die Fans schon gesehen und wir haben eine sehr, sehr bekannte Darmstädterin getroffen. Und zwar am Flughafen in Frankfurt. Die kam gerade aus Australien. Es ist Andrea Petkovic. Hat dort nach 22 Jahren mit dem Team wieder den Einzug ins Fed Cup-Finale geschafft. Und Andrea Petkovic hat liebe Grüße dagelassen. Hoffe ich. Ich werde von meinen Freunden immer unterrichtet, was da gerade passiert. Und an meinem Abflug haben die ja gespielt, da wollte ich eigentlich hin, aber das habe ich dann leider nicht mehr geschafft. Also wenn ich in Darmstadt bin, dann versuche ich immer zu den Spielen zu gehen, auch zu Eintracht Frankfurt. Ich bin ja auch ein bisschen Eintracht-Fan. Und also ich verfolge das schon so gut, ich kann natürlich mit den Zeitunterschieden, ist das nicht immer ganz so einfach. Aber es wäre natürlich super, wenn Darmstadt aufsteigen könnte. Das Spiel gegen Erfurt sehen wir übrigens, wenn Sie wollen, zu Hause im Livestream bei HR Online. Jetzt haben Sie sehr lange während der Saison immer dafür gesorgt, dass nur die Fans träumen. Und wir müssen auf dem Boden bleiben, wir müssen auf dem Boden bleiben. Wie ist es im Moment? Ja, uns kann den Relegationsplatz keiner mal wegnehmen. Das ist schon mal amtlich. Und darauf sind wir auch sehr stolz, was wir in dieser Saison erreicht haben. Ist ja ganz klar, wenn man jetzt so eine Position hat, so ein Fundament hat, was man gelegt hat und jetzt vielleicht noch die Möglichkeit hat, noch mehr zu erreichen, dann will man das natürlich auch machen. Aber wir sollten auch immer wissen, wie wir das bisher geschafft haben. Und genau diesen Weg gehen wir auch weiter. Schritt für Schritt und nie den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Und dementsprechend gehen wir es auch wieder daran. Alles, was nach Erfurt kommt, betrachten wir danach. Wichtig ist für uns der Dreier gegen Erfurt. Jetzt mal ganz im Ernst, Sie liegen doch nachts bestimmt manchmal im Bett und erwischen sich, dass Sie aus Versehen doch geträumt haben, oder? Definitiv nicht. Nein. Ja, zumindest nicht vom Fußball. Ne? Das ist sehr lobenswert. Sie haben aus dieser ehemaligen Schießbude Darmstadt zwei Wunder auf dem Platz gemacht. Das eine ist große Offensivkraft, aber auch ein Abwehrbollwerk. Das ist jetzt nicht so erstaunlich. Sie sind gelernter Verteidiger und haben, als Sie Spieler waren, trotzdem ein Tor des Monats geschossen. Und was für eins. Wir haben es da beim KSC damals. Ah, Sie kennen es noch, oder? Klar. Ja, natürlich. Im UI-Cup gegen den FC Aarau. Wunderbares Solo und dann... Ja, das war aber Hand aufs Herz, das war als Flanke geplant, oder? Klar. Ich wollte nochmal einen Eckball rausholen. Okay. Ich wollte ihn anschießen und ja. Ich hatte den so einen Trall. War das nur ein Außenriss? Nee, leicht abgefälscht vom Gegner. Und dann war drin. Schönes Ding. Lassen Sie das so trainieren inzwischen? Lassen Sie das so trainieren inzwischen? Überhaupt nicht mehr. Ne? Und kurz nach diesem UI-Cup gab es ihr erstes Bundesliga-Tor, auch für den KSC, gegen Eintracht Frankfurt. Das Kopfball-Ungeheuer. Ja, habe ich 107 Spiele dafür gebraucht, fürs Erste. Aber ein schönes. Sie haben mal gesagt, als Trainer lassen Sie Ihre Spieler an der langen Leine. Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, eben reicht es aber trotzdem. Also was dürfen Ihre Spieler und wie weit dürfen das treiben, bis Sie sagen, nee, Freunde, hier endet das? Die Leistung muss passen, sowohl in der Woche, im Trainingsbetrieb, aber noch mehr am Wochenende, ja, auf dem Platz. Da müssen 100% Leistungsbereitschaft, Wille, Einsatzbereitschaft, Motivation her. Und dann können die Spieler auch so ziemlich alles machen, zu was sie Lust und Laune haben. Natürlich, ein, zwei Tage vorm Spiel gibt es gewisse Regeln, die auch einzuhalten sind. Aber ansonsten, Kontrollfunktionen auszufüllen, ist nicht mein Ding. Man merkt sowieso bei den Spielern, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn aus irgendwelchen Gründen die Leistung nicht passt. Und dann haben sie sich selber aus dem Verkehr gezogen, weil dann spielt ein anderer. Weil ich wäre ja schön blöd, wenn ich einen schwächeren Spieler einsetzen würde und einen besseren auf der Bank lassen würde. Ronny Beuchers, wie war das bei Ihnen als Spieler? Sagt man Ihnen nach, Sie hätten ab und zu etwas eine Laissez-faire-Haltung gehabt? Ist da und was wenn dran? Wenn, dann kann ich mich nicht mehr dran. Um Gottes verdrängt. Willen. Inzwischen sind Sie Trainer. Sind Sie ein verständnisvoller Trainer oder gnadenlos? Nein, es ist auch bei mir, es ist ganz einfach, mit mir umzugehen, wenn man das tut, was ich möchte. Toll, dann gucken wir doch mal. Vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber okay. So im Ansatz zumindest. Ja.